Ach, ist Swift nicht einfach herrlich? Leute, das ist doch ein Traum, oder? Und ja, das Gewitter ist vorbei. Ich kann wieder etwas zarter mit euch kommunizieren. So, Step 4, Konstanten und Variablen. Wir beschäftigen uns immer noch damit. Und ich habe Step 3 kopiert auf Step 4, ne, klar. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, ob man denn auch anders an die Größe käme, die so ein Int in Byte hätte, wenn man es denn wissen muss. Und ja, es gibt da eine Methode, Memory Layout ist jetzt in Swift 4. Und da kann ich in der Spitzenklammer einen Typ geben. Und dann können wir mit Size auch fragen, wie groß denn das Ganze ist. Und dann sehen wir also hier, ein Int hat 8 Byte und wir wollen gerne die Bits wissen. Also Size mal 8, ein Byte hat ja 8 Bit. Und dann sehen wir also auch hier die Bestätigung, der Int in dem modernen Swift 4 und hier Xcode 9 und was wir nicht alles haben, ist eben 64 Bit groß. So, mit dem Integer und dem vorzeichenlosen Unsigned Integer haben wir uns beschäftigt. Und das ist eben der ganzzahlige Bereich. Und jetzt wollen wir mal kurz auf die Fließzahlen zu sprechen kommen. Und da gibt es eigentlich nur zwei relevante Typen, nämlich Float und Double. Und die unterscheiden sich nur in der Anzahl der zur Verfügung stehenden Bits. Und dann wollen wir es auch gleich mal hierher schreiben. Wie wäre es denn mit dem Datentyp Float und wie wäre es mit dem Datentyp Double? Und dann sehen wir, dass ein Float 32 Bit hat und ein Double 64 Bit. Ja, gibt es denn auch so eine schöne Möglichkeit, von einem Float den Maximalwert zu sehen, dass ich sowas machen könnte, wie wir es mit unserem Integer hatten, float.max beispielsweise? Das geht so nicht. Das ist jetzt nur für Integer implementiert. Aber wir können Konstanten benutzen, Float Max gibt es und dann gibt es auch Double Max und können uns also hier die Werte ausgeben lassen, die unsere Floats und Doubles eben im Maximum beinhalten können. So, jetzt ist der Wert hier natürlich so groß, dass er sich gar nicht richtig darstellen lässt. Hier können wir es dann mal aufziehen, nicht? Also Leute, ich klicke mal hier auf dieses Extension-Kästchen und dann können wir es endlich mal ein bisschen größer machen. Also ich mag diesen Playground nicht immer, aber wir sehen dann, aha, Double Max ist also eine 1, wenn wir wollen, gefolgt von 308 Stellen oder ein Float wäre eine 3 und gefolgt von 38 weiteren Stellen. Nun ist es natürlich so, dass das alles eine große Lüge ist, weil mit 32 oder 64 Bit kann ich ja nicht mehr an Wertigkeiten haben, als ich es mit einem Integer tatsächlich hätte. Nur weil es eine Fließkommazahl ist, lässt sich da ja nicht mehr speichern, sondern das Ganze wird algorithmisch bestimmt. So, das heißt, ein Float und ein Double ist immer beliebig falsch, aber niemals tatsächlich korrekt. Wenn ihr also so eine, ja, zum Beispiel eine Börsen-App macht oder eine Haushaltsbuch-App macht oder auch einen simplen Taschenrechner macht, ich wäre da sehr vorsichtig mit dem Ansatz, es mit Doubles zu rechnen. Denn das wirkt auf den ersten Blick präzise, ist aber tatsächlich beliebig ungenau. Aber das soll jetzt hier nicht Teil des Einsteigerkurses sein. Wir wollen uns auch nicht zu sehr mit diesem Memory Layout beschäftigen, sondern ich möchte euch tatsächlich nur sagen, dass ihr natürlich jederzeit, ach, ich schreibe es oben drüber, dann müsst ihr nicht da am unteren Bildschirmrand schauen, dass ihr sowas haben könnt, wie
wie eine Variable namens Summe und die kann vom Typ Double sein und dann kann da natürlich der Wert von 5,5 hinzugewiesen werden und wenn wir die Summe mal 3 haben wollen, dann haben wir eben 16,5 und in der Tat stimmt das, ja, ihr werdet mich jetzt lügen strafen von wegen, das ist alles ungenau. Ja, es ist in diesen Bereichen tatsächlich genau, aber wenn wir eben irgendwas mit 100 Nachkommastellen hätten, dann ist das alles nur ein Schätzeisen und zwar ein sehr grobes. Aber solche Kalkulationen lassen sich natürlich mit einem Double oder einem Float ganz einfach darstellen. Ja, also Teil und Thema dieses Videos war dann der Datentyp Double oder der Datentyp Float. Letztendlich unterscheiden sie sich in der Anzahl der Bits, die zum Speichern zur Verfügung stehen, 32 oder 64. Und auch hier dieses Schätzeisen, Ausgabe von Maximum von Float und Double. Und wir haben mal eine Variable Summe vom Typ Double gemacht und wir sehen, so ein bisschen rechnen kann man damit auch. Ja, ja, und ich will es ja auch gar nicht beschreien. Natürlich machen wir viel Berechnungen, wenn wir auf dem Bildschirm Objekte haben, wenn wir Winkel berechnen, wenn wir so Tortensegmente oder was auch immer darstellen wollen, rechnen wir immer mit Float oder auch Double. Und das sieht man ja auch, dass das in dem Bereich, wo wir es brauchen, genau ist. Nur bitte nicht vergessen, dahinter steckt ein Algorithmus, könnt ihr euch bei Wikipedia gerne mal anschauen. Ihr werdet selber erschreckt sein, wie ungenau so ein Double und ein Float dann tatsächlich ist, wenn man sich jetzt auf diese Werte verlassen würde, ja, oder müsste. Mehr müssen wir das aber auch hier nicht theoretisieren. Für uns als Entwickler reicht das aus und wir wissen jetzt schon, okay, eine Variable oder Konstante kann vom Typ Int oder also vom Typ Ganzzahl oder Fließkommazahl sein und haben dann hier auch schon mal eine Multiplikation durchgeführt oder auch mal einen neuen Wert zugewiesen werden. Und wir werden jetzt in den kommenden Videos immer mehr mit unseren Variablen machen.